Du willst eingebürgert werden, aber wartest seit vielen Monaten oder vielleicht sogar auf Jahren auf die Behörde, die einfach nicht entscheidet und dir die Einbürgerungsurkunde nicht ausstellt. Dir dauert das einfach alles viel zu lang. Dann lernst du jetzt eine Möglichkeit kennen, wie du dein Verfahren beschleunigst, und die Möglichkeit nennt sich Untätigkeitsklage. In diesem Video lernst du alles, was du wissen musst über das Thema Untätigkeitsklage. Letztendlich lernst du, wie beschleunige ich mein Antragsverfahren in Deutschland. Was ist eine Untätigkeitsklage? Eine Untätigkeitsklage ist eine Möglichkeit, vor dem zuständigen Verwaltungsgericht eine Behörde dazu zu verpflichten, schneller zu arbeiten und endlich eine Entscheidung zu treffen. Was ist letztendlich der Grund, um die Untätigkeitsklage einzulegen? Die Behörde bearbeitet deinen Fall nicht. Die Behörde sagt, ich habe keine Zeit. Die Behörde antwortet nicht. Und wenn genau das bei dir passiert, ist die Untätigkeitsklage das richtige Mittel. Warum kommt es zu Untätigkeitsklagen? Tja, gerade im Ausländerrecht müssen wir es in den letzten Jahren feststellen, dass Verfahren immer länger dauern. Insbesondere beim Thema Einbürgerung dürften Verfahren eigentlich nur 3 Monate dauern. Wir haben mittlerweile Orte, wo ein Einbürgerungsverfahren 2, 3, 4 Jahre und länger dauern. Da die Voraussetzungen zum Beispiel bei der Einbürgerung jetzt vorliegen, willst du natürlich nicht 5 Jahre auf deine Einbürgerung warten. Und dafür ist die Untätigkeitsklage da. Der Gesetzgeber hat in § 75 VWGO bestimmt, dass eine Behörde nur 3 Monate Zeit hat, eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel dich einzubürgern. Und wenn diese 3 Monate überschritten sind und du davor all deine Pflichten erfüllt hast, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du eine Untätigkeitsklage einlegst. Das musst du nicht direkt nach 3 Monaten machen. Das kannst du auch nach 5, nach 6, nach 10 Monaten machen. Ab einem gewissen Punkt ist es unvermeidlich, sonst endet dein Verfahren nicht. Und im Übrigen, wenn die Behörde deinen Fall nicht bearbeitet, führt das auch dazu, dass du ohne Untätigkeitsklage diesen Fall inhaltlich nicht überprüfen kann. Ein kleines Beispiel dafür. Du weißt heute schon, dass die Behörde zu Unrecht deinen Antrag ablehnen möchte. Wenn sie diese Ablehnungsentscheidung aber nicht trifft, kannst du nicht vor Gericht ziehen. Auch hier wieder, die Untätigkeitsklage ist das richtige Mittel. Tja, wie läuft jetzt eine Untätigkeitsklage ab? Ich erkläre dir das mal, wie du das ohne Anwalt machst, weil mit Anwalt musst du es nicht wissen. Da mache ich es ja. Du hast beispielsweise einen Einbürgerungsantrag gestellt vor 6 Monaten. Es ist nichts passiert. Dann solltest du nicht direkt Untätigkeitsklage einlegen. Es sollte sichergestellt sein, dass alle Unterlagen vollständig bei der Behörde eingegangen sind. Dass du die Behörde spätestens nach 3 Monaten mal darauf hinweist, bitte bearbeitet jetzt mal einen Fall. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, das heißt, du hast einen vollständigen Antrag gestellt und alle Unterlagen sind da und mindestens 3 Monate vergangen sind, dann solltest du Untätigkeitsklage einlegen. Wo solltest du das machen? Vor dem zuständigen Verwaltungsgericht. Wohnst du beispielsweise in Berlin, legst du beim Verwaltungsgericht Berlin Untätigkeitsklage ein. Auch hier wieder, wenn du das ohne Anwalt machst, gehst du einfach zum Verwaltungsgericht, nimmst deinen Antrag mit, nimmst, wenn du eines hast, das Aktenzeichen der Behörde mit und sagst in dem Verwaltungsgericht, ich möchte Untätigkeitsklage einlegen, dann wird dir dort geholfen. Dann wird die Untätigkeitsklage formuliert und letztendlich abgegeben. Jetzt dauert es in der Regel ca. 1-2 Wochen, dann kriegst du und die Behörde eine Benachrichtigung vom Gericht, dass die Untätigkeitsklage eingelegt wurde. Jetzt hat die Behörde einige Wochen Zeit und kann Stellung beziehen, ob die Untätigkeitsklage zu Recht oder zu Unrecht eingelegt wird. Jetzt kommen unterschiedliche Gründe. Jetzt kann die Behörde argumentieren, wir sind überlastet. Dieses Argument zieht im Jahr 2023 eigentlich gar nicht. Aber die Behörde könnte zum Beispiel sagen, ja, wir haben vielleicht zu langsam gearbeitet, du hast aber nicht alle Unterlagen eingereicht. Dann wäre das ein Problem. Dann sollte man nochmal prüfen, hast du wirklich alle Unterlagen eingereicht? Und wenn das der Fall ist, trifft danach das Gericht in der Regel eine Entscheidung, ob die Untätigkeitsklage begründet ist oder unbegründet ist. Wenn die Untätigkeitsklage begründet ist, wird die Behörde dazu verpflichtet, jetzt zu entscheiden. Oftmals ist es jetzt so, dass gar kein Urteil erteilt wird, sondern die Behörde selber entscheidet, du hast dein Problem gelöst, oder das Gericht spricht dein Urteil aus, wo die Behörde zur Entscheidung verpflichtet wird. In beiden Fällen hast du dein Ziel erreicht. Im Nachgang wird jetzt nur noch über die Kosten entschieden. Wenn deine Klage zu Recht eingelegt wurde, muss die Behörde alle Kosten übernehmen. Wie hoch die Kosten für eine Untätigkeitsklage sind, ist unterschiedlich. Hier solltest du Folgendes wissen. Es gibt immer 2 Kostenpositionen. Einmal die Gerichtskosten und, nur wenn du einen Anwalt hast, einmal die Anwaltskosten. Gewinnst du das Klageverfahren, übernimmt beide Positionen der Kosten die Behörde. Dass du ungefähr eine Vorstellung hast, wie viel so eine Untätigkeitsklage kostet, das hängt davon ab, was du für einen Antrag gestellt hast. Eine Untätigkeitsklage bei der Einbürgerung ist zum Beispiel teurer als eine Untätigkeitsklage bei der Niederlassungserlaubnis. Roundabout kann man sagen, wenn du das Verfahren nicht gewinnst, liegen die Kosten ca. bei 150 bis 800 Euro Gerichtskosten.
Solltest du einen Anwalt haben und die Klage nicht gewinnen, liegen die Kosten ebenfalls nochmal roundabout bei 150 bis 1000 Euro. Lass dich bitte durch die Kosten nicht verunsichern. Zum einen, Anwaltskosten entstehen nicht, wenn du diese alleine einlegst. Zum anderen, wenn dein Antrag gestellt wurde, wenn alle Unterlagen eingereicht wurden und die Untätigkeitsklage erst nach 3 Monaten oder später eingelegt wurden und du all deine Pflichten erfüllt hast, dann gewinnst du die Untätigkeitsklage auch. Ja, wie sieht das in Zukunft mit Untätigkeitsklagen aus? Ich sag mal so, es wird nicht einfacher. Warum? Aktuell in 2023 wissen wir was. Ausländerbehörden und Einwanderungsbehörden sind maßlos überlastet. Und die Überlastung nimmt weiter zu. Das Problem ist, wenn zehntausende Verfahren in Deutschland anhängig sind, werden immer mehr Menschen Untätigkeitsklage einlegen. Das bedeutet, auch die Verwaltungsgerichte werden in den nächsten Jahren mehr und mehr überlastet werden. Wir hatten das schon mal 2016/17 im Zuge der Flüchtlingskrise. Das bedeutet, wenn du jetzt im Antragsverfahren bist, im November 2023, wird eine Untätigkeitsklage schneller Erfolg haben als wahrscheinlich im Jahr 2024, im Jahr 2025. Weil wir haben nicht unendlich Verwaltungsgerichte. Wir haben nicht unendlich Richter. Insgesamt ist davon auszugehen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren alle Verfahrenszeiten vor der Behörde, aber auch wenn du das Thema im Rahmen der Untätigkeitsklage beschleunigen willst, länger werden. Auch das spricht nicht dagegen, eine Untätigkeitsklage einzulegen. Du solltest es aber wissen. Zum Abschluss möchte ich ein kleines Fazit für dich machen. Ist eine Untätigkeitsklage sinnvoll? Ja, wenn du deine Pflichten erfüllt hast, ist eine Untätigkeitsklage fast immer sinnvoll. Muss ich mir große Sorgen vor den Kosten machen? In der Regel nicht, weil du Untätigkeitsklagen, wenn du alles richtig machst, in der Regel gewinnst und die gegnerische Behörde alle Kosten übernimmt. Muss ich Angst haben, eine Untätigkeitsklage einzulegen, weil die Behörde dann vielleicht nicht mehr gut auf mich zu sprechen ist? Nein, musst du nicht. Es ist ein absolut akzeptiertes Mittel. Was sollst du machen, wenn deine Verfahren einfach nicht bearbeitet werden? Mein abschließender Hinweis ist, wenn es dir darum geht, zeitnah dein Verfahren, dein Einbürgerungsverfahren, dein Verfahren, um die Niederlassungserlaubnis zu erhalten, beendet werden soll, leg Untätigkeitsklage ein. Wir haben zu dem ganzen Thema Untätigkeitsklage einen sehr umfassenden Blogbeitrag erstellt, wo du nochmal im Detail alle Informationen nachlesen kannst. Und wenn du Hilfe bei deinem Einbürgerungsverfahren brauchst, mach einfach den kostenlosen Test. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, erklären wir dir auch gerne am Telefon nochmal die Details zum Thema Untätigkeitsklage. Und den kostenlosen Test findest du auf unserer Startseite auf www.migrando.de.